Die kleinen Mimosenbäume sind jetzt ungefähr 3 Monate alt. Aber die haben sie schon fertig gemacht für die Nacht. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal in Ruhe. Die beiden sind jetzt ausgeschlafen. Und jetzt möchte ich, dass aus den beiden schöne Bonsai werden. Als erstes muss er natürlich einen schönen Stamm bekommen. Da werden diese Dinger hier weggemacht. So. Ich glaube den auch. Der ist mir zu groß. So, das lasse ich erstmal so. So, jetzt kommst du dran. So, jetzt mal sehen, was weiter passiert. So, jetzt wird wieder ein bisschen geschnitten. Und zwar nehme ich hier oben den Bereich weg. In der Hoffnung, dass der sich hier in diesem Bereich jetzt verzweigt. So, den tue ich jetzt mal weg. Jetzt kommt der nächste. Der ist vom letzten Mal her schon ordentlich gewachsen. Dieses lange Ding hier ist gekommen. Ich schneide jetzt hier auch den oberen Bereich weg. So. Na, hier vorne, das vom Stamm nehme ich auch weg. So, und jetzt will ich mal gucken, dass ich den Stamm noch ein bisschen bearbeite. Den ziehe ich hier rüber. So, und hier jetzt in die andere Richtung. Tja, jetzt lasse ich ihn mal wieder ein paar Tage in Ruhe, dann wollen wir weiter sehen.
Jetzt zeige ich euch mal, wo die beiden Mimosenbäume ihren Platz haben. Hier unten drunter, da sind sie vor der prallen Mittagssonne geschützt. Ich habe jetzt gerade eben gegossen. Jetzt haben sie sich schon fertig gemacht für die Nacht. Na dann schlaft gut, ihr beiden. Gerade mal 8 Uhr. Die beiden sind schon wach. Jetzt nach gut 2 Wochen schlägt der kleine Mimosenbaum hier oben planmäßig an 2 Stellen aus. Ja, unten die Teile, die kommen natürlich wieder weg. Das mache ich jetzt gleich. Hier ist nur an der Spitze was gekommen. So, der ist weg. Und der auch. So, jetzt warte ich mal wieder 2 Wochen. Jetzt sind gut 5 Wochen vorbei. Jetzt hole ich die erstmal wieder raus. Sehen, was ich damit mache. Also, du bist ja jetzt gewachsen wie verrückt. Und du etwas weniger. Aber was haltet ihr davon, wenn ihr jetzt mal vernünftige Töpfe bekommt? Aus dem Babyalter seid ihr da sicher schon raus. So, die beiden habe ich hier ausgesucht. Jetzt muss ich aber noch Löcher reinbohren. Jetzt habe ich hier meine neue Aldi-Bohrmaschine. Das war's erstmal. Jetzt setz mal ein bisschen Erde rein. So, kommst du jetzt da raus? Oh, der ist schon ordentlich Wurzeln bekommen, ne? Ein bisschen nachfüllen. Das ist der große hier. Ach, da habe ich noch die Drahtdinger dran gehabt. Ja, mache ich gleich weg. Oh, die kommen natürlich weg. Und der ja auch.
Jetzt wasche ich mir erstmal die Hände. Hier schneide ich jetzt noch mal ein bisschen weg. So, den lasse ich jetzt mal so. Hier kommt auch schon wieder was Neues raus. So, der kommt jetzt nochmal erstmal auf die Seite. Und der hier, also es hat funktioniert, der Stamm, der ist richtig schön gebogen. Hier schneide ich das auch mal ein bisschen weg. Der hier kommt ganz weg. Und der hier auch. Und die kürze ich ein bisschen ein. Das ist mir immer noch zu lang. So. Und der hier auch. Also ich finde, man kann schon erkennen, was es werden soll. So, jetzt wird da noch ein bisschen gegossen. So, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut und würde mich wieder melden, wenn ich denke, jetzt macht es Sinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid.